springe heute ins Bild, denn Laura meinte, das, was ich euch heute zu zeigen habe, müsste unbedingt in Bewegung passieren. Denn dann sieht man eigentlich erst überhaupt, was ich euch hier zeige. Ich zeige euch heute nämlich meine neue Bluse Besima von Schnittmuster Berlin. Wieder ein überarbeitetes Modell und das ist sie. Und ich finde, das ist die absolut gekonnte Variante zu einem Weihnachtskleid. Denn es gibt ja auch Frauen unter uns, die sagen, Kleid wunderschön, ist aber nicht so ganz meins. Und mit dieser Bluse finde ich es mal so elegant gekleidet, da braucht man kein Kleid. Da geht auch eine Bluse mit einer Hose oder mit einem Rock, wenn man möchte. Aber das ist was anderes. Und das ist sie. Besima ist eine Wasserfallbluse und die hat diese herrlichen Puffärmel und mit Gummi gehalten. Und hier halt diesen Wasserfall. Ansonsten wirklich sehr, sehr schlicht, aber mit dem passenden Stoff ist andere als schlicht. Und das ist so ein Stoff, das ist einer unserer Premium-Seidenstoffe aus Italien. Und den, wie sagte Laura so schön, ein Foto zeigt es nicht, wie dieser Stoff fällt. Und dieser Stoff fällt halt eben für diese Bluse wirklich sehr, sehr schön. Und darum habe ich dir ein paar Stoffe mitgebracht, die du perfekt für Besima nähen könntest, wenn du vielleicht auch lieber zu Weihnachten keine Bluse tragen kein Kleid? Willst. Kein Kleid tragen willst. Danke, danke. Danke, danke, danke. Und zwar, klar, du kannst dieses Modell wirklich aus Seide nähen. Das ist, ihr seht, das ist wirklich wunderschön. Es fließt, es glänzt, es fühlt sich auch total angenehm an. Ich friere auch nur ein ganz bisschen da drin und ich friere ja schnell, wie ihr wisst. Oder aber ihr könntet auch super hier, also das ist zum Beispiel so einer unserer Premium-Viskose-Stoffe und den finde ich allein, dieses Muster ist natürlich schon so was ganz Besonderes. Und wenn man den zu dieser Bluse vernäht, das stelle ich mir auch sehr schön vor. Ist halt auch sehr schön weich fließend, würde toll an diesem Wasserfall dann entsprechend zusammenfallen und gebe ebenfalls eine schicke Bluse ab. Ich lege das mal hier hin oder lege das ab. Das lenkt ab, wenn du da jetzt bestellst fünf Rollen hinstellst. Genau. Dann könntet ihr natürlich auch zum Thema Seide, wir haben ja auch noch weitere wirklich wunderschöne Seide und ich muss sie euch jetzt zeigen hier, weil ach, das wäre einfach ein Traum. Oh, ich sollte sie dafür ganz öffnen. Auch diese Seide hier, ein ganz, ganz tolles Blütenmuster. Ihr stellt euch das jetzt andersrum vor. Wenn ich das hier so abwickel, steht es ja auf dem Kopf. Also ich würde es natürlich schon so verwenden, damit das Muster richtig ist. Und da seht ihr, das wäre im Prinzip der Fall, ist das gleiche wie das von meiner Bluse der Fall. Und hier haben wir einfach nochmal ein anderes Muster in diesem schönen dunkelblau. Also richtig toll, natürlich für alle kühlen Farbtypen. Ebenfalls ein ganz tolles Stückchen. Oder noch ein Favorit. Oh, der ist so schön. Der ist so schön, den muss man gesehen haben, ne? Ich wickel den auch nochmal ab. Auch eine Seide. Ja, ja, wir haben das immer. Es ist alles super gesichert hier, ne? Damit ich auch nichts irgendwie immer abrollt, wenn es nicht soll. Und auch dieser Stoff hier, das ist ein Traum. Und wenn man sich den jetzt vorstellt, dann kombiniert mit einer schönen Hose in Altrosa oder aber in diesem dunklen Rot, Bordeaux, ein Träumchen. Ein Träumchen wäre das. Und das ist ebenfalls Seide, wäre richtig toll. Ja, und wer sagt, Seide möchte ich nicht, die Bluse finde ich toll, der könnte natürlich auch zum Beispiel diese Viskose nehmen. Die kennt ihr von mir von einem Kleid. Und auch die sehe klasse aus für diese Bluse. Haben wir in dieser Farbe, haben wir auch in dieser Farbe. Und so Laura, das wird jetzt sportlich. Wir haben es auch in lila und ich würde sagen, Laura schafft das. Bis zur Veröffentlichung dieses Videos ist der drin. Also wir haben noch einen weiteren Farbton, wir zeigen euch den. Und das sind auch wirklich, das ist einfach ein elegantes Muster für eine elegante Bluse, für ein elegantes Outfit. Und ich hoffe, euch gefällt auch heute unsere kleine Inspiration. Und bevor ich das vergesse, weil ich weiß, die Fragen kommen, ich trage heute dazu die Hose Hazel von Prüller und die ist genäht aus Two-Way Stretch Wool Touch. Und den haben wir nun auch in vielen Farben vorrätig. Also wenn du sagst, genau so möchtest du es gerne haben, vielleicht in einer anderen Farbe, schaut im Shop, gibt es dort. So, und jetzt schwinge ich wieder raus. Ciao!